Gut Weißenhaus an der Hobachter Bucht. Er ist der Gärtner hier. Obwohl, dafür hat er im Moment überhaupt keine Zeit. Denn dieses Gut ist momentan eine einzige Baustelle. Mehr als 30 Gehöfte, die saniert und renoviert, manche auch abgerissen oder neu gebaut werden. Können Sie bitte sagen, dass die einmal anrufen, dann gehe ich da einmal ganz kurz mal mit. Bernd Speth ist der Gärtner, der Hausmeister, der Rohrspezialist. Von manchen Rohren weiß er noch, wie sie vor Jahren verlegt wurden. Und von links kommt was. Kann man jetzt auch sehen. Und der ist nass. Bernd Speth ist derjenige, der sich von allen am besten auskennt auf Gut Weißenhaus. Ja, und einmal wohl Entwässerung Haus, nehme ich an. Schlüssel müsst ihr mitnehmen. Und dann in die 3er rein. Dann kannst du mir auch sagen, wo er als erstes auf- und abbauen soll. Mach ich. Okay, danke. Das ganze Gut soll ein Hotel werden. Schleswig-Holsteins exklusivstes. Und er kennt sich deshalb so gut aus, weil er hier aufgewachsen ist. Oft ist er als Kind durch diesen Keller gelaufen, der alten Gräfin Blumen vorbeibringen aus der Gärtnerei seines Vaters. 244, Zählernummer. Das war dann doch so ein bisschen so ein kleiner Horror-Diener machen. Und ja, das war dann doch ein wenig, was heißt Horror, das lag nicht an den, das war, ja, man hatte so ein bisschen Hemmung, da reinzugehen. Ich bin zum Beispiel als Kind nie an der anderen Seite irgendwie vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Das war für die das Private. Und da ist man nicht hingegangen. Und ich habe nie hier auf dem Rasen gespielt. Das war für die der Vorgarten. Und da, man geht ja auch bei jemandem anders nicht in den Vorgarten zum Spielen. Hier hinten in der Gärtnerei hat er gespielt. Auch im Gewächshaus. Denn schon sein Vater war Gutsgärtner hier. Angestellt beim Grafen von Platten-Hallermund. Vater musste früher mal zum Gratulieren, wenn der Graf Geburtstag hatte. Und dann musste er einen Anzug rein und das war ihm immer mit Schlips. Das mochte er nicht, genauso wenig wie ich. Und dann durfte ich immer auf die Gärtnerei aufpassen und alles, was ich dann verkauft habe, durfte ich behalten. Aber es war meistens so, er hat dann gesagt, ich bin bis 11 beim Grafen und die Kunden sind das nach 11 gekommen. Hat man 3 Kohlrabis für 1,50 Mark verkauft und hat jetzt 2 Stunden gesessen. Irgendwann soll das Gewächshaus, tipptopp renoviert, ein Rosengarten für die Gäste werden. Und dies ist sein Elternhaus. Hier mag ich jetzt nicht so gerne reingehen. Hier habe ich 45 Jahre gelebt und ja, das ist ein komisches Gefühl. Jetzt entstehen hier Hotelsuiten. Bernd Speth ist umgezogen, ein paar Häuser weiter. Er hat nie anderswo als auf dem Gut gewohnt. Und hier will er auch bleiben. Auch wenn jetzt alles anders wird. Ein unterirdischer Gang, der vom Hotelzimmer zu Sauna und Schwimmbad führt. Ja, das ist da so, weiß ich nicht, ich kann da eigentlich wenig mit anfangen mit so einem Tunnel. Ich würde so rübergehen. Mit Bademantel weiß ich nicht, ich habe keinen Bademantel. Und dann schließen wir mal auf und gucken nach dem. Komisch war das anfangs schon, hier jetzt selber aufzuschließen. Früher ist er natürlich nie durch diesen Haupteingang gekommen. Wollen wir mal gucken, von wann eine Zeitung ist? Das ist auf jeden Fall noch eine ganz alte Schrift. Da, hier. 62. Jahrgang. Lübecker Geschäfte. 1904. Da hat man früher mit tapeziert. Es kam dann Farbe rüber. So
Seit 1739 gehörte das Gut den von Platen Halamons. Das gibt ja unterschiedliche Formen von Grafen, so habe ich das mal gelernt. Und das ist praktisch Durchlaucht, Erlauch, Graf und edler Herr. Der alte Graf, der hier noch drin gewohnt hat, das war Erlauch. Das war auch für die ganzen Leute hier Erlauch. Das war nicht der Graf, das war Erlauch. Der Graf, das war sein Sohn. Und in Zukunft? Hotel Schloss Gut Weißenhaus. 5 Sterne plus. Man müsste für diesen Abschnitt eine neue Seele finden. Weil die alte Seele, die wird man nicht zurückholen können. Und diese alte Seele war bestimmt schön. Was die neue Seele bringt, das kann man ja noch gar nicht, überhaupt nicht absehen. Und ich habe irgendwo ein bisschen Angst davor, dass, wie diese Seele aussieht, klar. Ich glaube, das haben viele Leute. Hektar Gutsgelände. Mit Konzertscheune, 5 Restaurants, 2 Kilometer eigenem Strand und 110 Hotelsuiten. Heute Nachmittag ist Baustellenparty auf Gut Weißenhaus. Nicht für die, die hier arbeiten, sondern für Investoren, Eventmanager, Presse und die Chefs der beteiligten Firmen. Das haut wunderbar hin. Was hast du da? Ja? Ich habe jetzt 11. Weißenhaus hatte sogar ein Gutsgefängnis. Noch einmal kontrollieren, ob keine Bretter mehr herumliegen. Später wird das hier mal ein kleines Museum zur Geschichte des Guts. So, das ist okay. Nun könnten wieder Leute da rein, ohne dass sie da jetzt ausbrechen können. Früher hat ein Fußstoß gereicht, dass man den, dann wäre man durch die Wand gewesen. Das ist jetzt wieder alles schön. Jeder andere, meint Bernd, hätte den ollen Kerker zusammenfallen lassen. Aber nicht Herr Büttner, der neue Eigentümer. Der mag Weißenhaus, weil er nämlich schon als Kind hier in den Ferien war. Vielleicht sind sie sich ja sogar mal am Strand begegnet. Ein Jahr Altersunterschied, das ist nicht viel. Aber vielleicht haben wir auch an unterschiedlichen Strandabschnitten gelegen. Also man hat so hier so seine Lieblingsstrandabschnitte, wo halt früher die weißen Häuser gelegen haben und wo dann nachher die Fremden gelegen haben. Die Baustellengäste sind da. Wir gehen als erstes zur Stemmererei. Da haben wir nämlich zwei. Das ist er, Jan-Hendrik Büttner, Internet-Multimillionär und Gutsbesitzer. Diesen Gästen, die meisten sind Banker, zeigt er heute persönlich sein Anwesen. Das war ein Gebäude, das habe ich erst gefunden, nachdem ich das Gelände gekauft habe, nachdem ich durchs Gestrüpp gesagt habe, guck mal, hier ist noch ein Gebäude. Und dann tat sich der die Stellmacherei. Das erste schon fertige Hotel-Apartment. Oh Mann, ich werde auch noch mal 5 Jahre alt sein. So eine Höhle mit Gardinen und so, ne? Ja. Guck mal, hier sind Stühle. Toll. Very sweet. Toll, toll. Und dann Besuch bei Bernd Späth. Büttner will zeigen, dass sich manches hier nie verändert. Jetzt kommt die Möglichkeit, Honig vom Gut gab es schon immer. Das ist unser Gärtner Bernd, der hier schon seit Generationen gewohnt hat und wohnt und immer noch unser Gärtner ist. Und der nebenbei auch Imker ist.
Und der erzählt uns jetzt ein bisschen was zu seinen Bienen. Hier sind jetzt so, der Angler würde sagen Angelmaden, das mich dann natürlich tierisch stört. Da sind dann so Jan-Henrik Büttner weiß, dass Bernd Späth viel mehr ist als nur der Gärtner. Er ist im Grunde genommen ja eigentlich das einzig relevante Bindeglied von früher. Weil alles andere, wir sind ja im Endeffekt dann doch Zugereiste sozusagen. Und Bernd ist das einzig verbliebene Original hier. Nicht? Insofern extrem wertvoll. Extrem teuer wird der Umbau von Gut Weißenhaus. 50 Millionen Euro. Und dann gibt es noch Vorkaufsrechte hier auf das Gelände von mir und dann auf der anderen Seite auch. Also hier ist alles sozusagen unter Kontrolle. Ein paar Mitinvestoren sucht Jan-Henrik Büttner noch. Wenn ich im Durchschnitt sage, muss ich dann mal rechnen, 400 Euro, 450 Euro für zwei Personen inklusive Essen, muss ich hier schon rechnen, wenn ich hier wohne. Ne? Ob ich dann 1000 Euro muss ich ja nicht haben, aber ich kann auch ganz günstig wohnen. Ne? Früher gab es hier das Erdbeercafé am Schloss. Das hatte es Jan-Henrik Büttner schon immer angetan. 2005 sagt meine Mutter zu mir, wir müssen mal wieder uns treffen, weil das wahrscheinlich verkauft wird und wir müssen mal Erdbeerkuchen essen. Und so im Oktober 2005 war ich dann Eigentümer. Der Erdbeerkuchen war schuld. Im alten Badehaus gibt es zum Schluss also noch eine Leckerei mit Bedeutung. Der Erdbeerkuchen. Früher zogen sich die Grafen hier um, zum Schwimmen in der Ostsee. Hier von der Landbegräbnis. Bernd Späth hat frei. Mit seiner Schwester an dem Strand. Unten gleich rechts. Links hat sich nie ein Weißenhäuser hingelegt. Das war die Treppe, da oben war das Badehaus. Und da hat man mal erzählt, dass das mal für die Grafen war. Und dann sind wir da nicht hingegangen. Das ist einfach eine Erziehung gewesen von Vater oder so. Und dann hast du es nicht gemacht. Ganz einfache Sache. Und da ist das Wasser genauso wie meistens da hinten. Meistens war da sogar die schönere Sandbank. Und hier war das Wasser nicht die so sind gut. Dann darüber gekommen. Und dann mussten sie bei uns halt sein. Ne? Ja. Da bleiben die Bienensachen drin. Das wird kein Partyraum. Da kannst du was überdecken. Die Rosen, die Bernd Späth vor ein paar Jahren vors Herrenhaus gepflanzt hat, sind längst vom Unkraut überwuchert. Wenn man Weißenhaus früher kannte, war es vielleicht ein bisschen verwunschener, ein bisschen vielleicht auch natürlicher. Aber es wird hinterher schöner sein. Wenn diese Sachen jetzt nicht passieren würden, dann würde Weißenhaus irgendwann zusammenfallen. Das wären halt nur noch Ruinen. Hallo! Moin! Moin! Na? Hallo! Und wie? Hallo Bernd, alles gut bei dem? Herr Büttner, sagt Bernd, ist ein Glücksfall für Weißenhaus. Irgendwann will der hier mal mehr als 150 Leute beschäftigen. Neulich hat er ihm erzählt, dies sei die Baustelle seines Lebens. Das will schon was heißen. So ein Multimillionär hat bestimmt eine ganze Menge Baustellen. Auch noch einen Tag frei, was auch gut ist. Sehr gut. Darf ich dich an einem freien Tag gleich was fragen? Ja, klar. Und zwar, ich habe mit Hans schon gesprochen, dieser Teich ist ja wunderschön, aber ich würde ja gerne unser Klarifikationsprojekt sozusagen starten, dass wir den mal klar kriegen. Ich hatte schon mal mit dem ZVO gesprochen und die wollten mal jemanden herschicken. Mach das ja ordentlich, ne? Bernds neue Wohnung hat sein Chef schon sanieren lassen. Vor 3 Monaten ist er hergezogen. Und jetzt endlich nicht mehr heizen müssen mit Holz im Ofen. Platz in der Küche und eine Terrasse mit Sonne. Wir wollen doch nicht in einem Museum leben. Wir wollen ja auch die Annehmlichkeiten des Lebens ein wenig haben. Man möchte auch ein Internet haben, was schnell funktioniert. Weil man ist ja nicht nur, weil man jetzt auf dem Land irgendwo in der Provinz wohnt, möchte man nicht von dem modernen Leben abgeschnitten sein. Und wir sind jetzt halt umgezogen in eine moderne Wohnung und das gefällt mir wirklich sehr gut. Bernd Späth wird sich bald wieder mehr um den Garten kümmern. Im kommenden Mai soll das Hotel eröffnet werden. Und sollte ein Gast mal etwas von früher wissen wollen, dann kann er natürlich immer den Gärtner fragen.